sich wieder um die bei Ihnen ansässige Henriette Müller. Von Beruf Zitronenhändlerin. Trotz aller Ermahnungen und Verwarnungen ist im Lebenswandel besagter Henriette Müller keine Besserung eingetreten. Können Sie doch nicht einfach in die Anstalt stecken, bloß weil Sie ab und zu mal einen über den Durst trinken. Ja, ich habe hier eigentlich immer Durst. Was willst du denn trinken? Ein Köln oder ein Bier? Am liebsten beides. Setz du dich mal unter Sprit, denn verwehst du nicht. Sag Sie mal, warum heißen Sie eigentlich Charles? Ist das nicht ein englischer Name? Ja, meine Mutter hat an der englischen Planke gewohnt. Ja, was Glück, dass deine Mutter nicht auf dem Schweinemarkt gewohnt hat. Ich bin doch noch ganz hübsch. Ja, das bist du auch. Ja. So richtig zum Anbeißen. Du kriegst halt das Wetter. Ein Essen in Spendier. Jette, 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 die Liebe ist so schön. Im Arm bleib ich Jette und schau, es ist geschehen. Du bist im Garten, ich hab den Leben nicht berührt. Ach, lass mich doch zufrieden. Ich bin doch nicht verrückt. Unsere Hamburger Zitronenherde soll leben. Hoch! Hoch!